Ja, die Magnum lasse ich jetzt mal hier bei. Genauso wie Sniper. Man weiß ja nie. Und dann gehen wir auch ins nächste Kapitel. Ich nehme jetzt einfach mal ein Stück auf, habe ich gerade beschlossen, und schneide dann nachher zusammen. Kapitel 3.2, die Hinrichtungsstätte. Danke, Sheva. Wäre nicht nötig gewesen, aber danke. Maschinengewehr-Muni. Gut für unsere MP5. Take it, Roger. Oh, da hängt einer. Oh. Das war ein großes Krokodil. Der macht nimmer mit. Jetzt wissen sie aber, dass wir da sind. Und worauf man hier am meisten achten sollte, sind diese Scheißkollegen mit der Explosionsarmbrust. Kommt ihr hier hoch? Jo, tatsächlich, ihr kommt hier hoch. Ah, jetzt bin ich runtergesprungen, statt drauf zu treten. Nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst vor den Jungs mit den Explosionspfeilen. Ehrlich gesagt. Scheiße, da ist wieder so ein Typ mit Speer. Motherfuckers! Liegen bleiben jetzt! Und bloß nicht aufspießen lassen, das macht höllisch Damage. Oh nein. Oh nein. Scheiß Vieh. Okay. Wo sind die Jungs mit dem Pfeil? Mich wundert es, dass es hier noch nicht Pfeile geregnet hat ohne Ende. Ich meine, den da oben haben wir abgeballert. Hier drüben sollte eigentlich auch noch einer sein. Den hat Sheva vermutlich irgendwann mal zwischendurch mitgenommen. Okay. Ja. Bam! Aha. Der hat's gelohnt. Der hat sich auch gelohnt. Ah, da ist so ein Pfeil. Arschloch. Wir müssen ja darüber, es hilft ja alles nichts. Noch mehr. Und die haben die Brücke hoch. Ah, toll. Euch, ihr seid Krokofutter. Ja? Warte.
Darüber können wir nicht. Oh, eine Brandgranate. Nice. Dann machen wir es doch mal so. Problem ist halt nur, dass jetzt eine ganz hässliche Stelle kommt. Die Krokos sind ja nicht umsonst hier. Sondern... Ach nee. Ach so, ja. Blöd. Ich muss ja Sheva erst noch sagen, dass sie kurbeln soll. Da war ja was. Das machen wir dann hier. Come on, Roger. Krokus, ich höre euch auch schnaufen. Come on, you can't be serious. Get on the raft and I'll turn the crank. Toll. Muss ich? Kannst nicht du? Oh Gott, ich hasse diese Stelle, Leute. Oh, hier sterbe ich. Ich will nicht gefressen werden. Oh Gott. Beeil dich. Okay. Die Frage ist halt nur, ob es hier auch noch eine andere Kombination gibt. Ich meine ja. Oh Gott, ja. Es gibt eine andere Kombination. Haben wir es jetzt? Kann ich jetzt hoch? Oh, oh, ich bin oben. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Weg hier. Oh. Scheiß Krokus. Ich hasse sowas. Auf da, die Bude. Du brauchst gar nicht hochzuklettern, Kleines. Wir gehen. Wir sind hier fertig. Aber das Schöne ist, wir werden wieder ein bisschen belohnt. Na, komm. Da oben glitzert es nämlich. Immerhin, birnförmiger Rubin ist ein Tausender wert. Nehmen wir mit. Genauso wie hier. Saphir, viereckig. Auch mitgenommen. Jetzt müssten wir kurz vorm Ölfeld sein. Tracer. They helped fund the BSAA. What the hell are they doing here? Oh Gott, Schlangen. Aber Schlangen geben Eier. Das ist das Schöne. Wo seid ihr? Da ist eine. Hahaha. Oh, Sheva hat echt gar nichts mehr im Menü, lol. Hier ist aber nicht nur eine Schlange, oder? Ist hier nicht noch mehr? Ich weiß, dass hier ein Käfer ist. Ah! Da ist noch eine Schlange. Take it. Okay. Gewesen. Noch irgendwo eine 100. 100 pro. Bisschen Gold. Hm. Na halt nicht. Die Zelte auf jeden Fall noch absuchen. Boah, eine erste Hilfe. Geil. You grab it. Roger. Und zwischen den Zelten. Fies versteckt. Ein weiteres BSAA. Hier müsste immer noch ein Bericht liegen, genau. Typ 3 Plagas, Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagas ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich früherer Versionen zu erzielen. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagas namens Kontrollplagas.
der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagas waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen bei dem Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachtet war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkung zu entwickeln. Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt. Aber angesichts der Vorliebe von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagas und eines Gens des Kontrollplagas entstand ein neuer Plagas-Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tag steht erst noch bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größere Problem ist die mangelnde Attendenzrate, was auch immer. Beim Erwachsenen und beim jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%. Ebenso wie bei normalen Las Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Oh. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagers-Gens zurückzuführen. Allerdings blieb der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurden teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Darüber hinaus war es ein unerwartetes Resultat, das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten. Dies könnte ebenfalls auf das Gen der Kontrollplagers zurückzuführen zu sein, bleibt aber im inakzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest können wir nicht alle. Achso, es wäre ja nur noch eine Seite. Oh, sorry, hups. So. Typ 3 Plagers, also besser, aber unkontrollierbar. Kurz zusammengefasst. Take it, Roger. Ah ne, die kannst du eigentlich mal mir geben. Give me a grenade. Weil Brandgranaten kann man immer gut nutzen. Genau. Looks like we've arrived at the oil field. Yeah, and Irving's not getting away this time. I need ammo. Take this. Come on. So, willkommen im Ölfeld, Freunde. Hier werde ich meine Magnum brauchen. Definitiv. Look, it's Irving. Irving ist Arschloch. Sheva, was soll eigentlich ich machen? Du verballerst hier eh nur deine Munition. Okay, dann wollen wir mal. Ja, warte, Akule! Oh, shit, Mann. Wow. So schnell geht's erste Hilfe flöten. Penner, bleib liegen. Alter, du stehst noch? Ja, no shit. Du ballerst ja auch nur. Ich komme in der Gegend rum die ganze Zeit. So. Ah, da oben. Ja, ja, ja. Okay. Ich weiß, dass hier noch ein paar Arschlöcher. Meine Lieblingsarschlöcher in jedem Resident Evil. Mit Bogen stehen. Ich hasse diese Striche. Ach, jo.
Läuft bei dir. Geil. Muss das sein? Dass du jetzt hier einen auf Kopf machst, auf Mutantenkrebs. Okay. Das war's fürs Erste. Fürs Erste. Da kommen natürlich noch ein paar mehr Kandidaten. Und ein paar hässliche Kandidaten kommen ja auch noch. Oh, noch eine Brandy. Sehr gut. Sheva. Roger. Aha. Du hast eine Bombe in... Oh fuck, ich wollte dich gerade kicken. Alter, jetzt lädt der nach, du Mongo. Du scheiß Spast, Chris. Ehrlich. Oh, noch mal eine gewischt gekriegt. Na, ah, Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Wir haben ja die Body Armor. Okay, 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 okay. Oh, Christ, du Penner. So, wir müssen nämlich noch zwei weitere Räder deaktivieren, um weiterzukommen. Und das ist nicht so cool, was jetzt kommt. Das ist gar nicht cool. Ja, genau, so einer. Ich freue mich. Ah, eine Mine. Hier hochkommt. Oh oh. Oh oh. Ungünstiges Timing. Ich bin weg. Scheiße, Bruder. Ich kämpfe ganz gern hier, weil hier hat man ein bisschen Platz wenigstens. Oh nein! Ist er tot? Ach, scheint so. Oh, die Magnum, oh, die ballert aber gut rein. Die Musik hört nicht auf. Das gefällt mir nicht. Der steht doch nicht nochmal auf, oder? Ach, ich hab das Rad nicht fertig gedreht, ne? Scheiße, der dreht unten durch. Oh fuck, ich hab's gewusst. Jo, der rastet unten aus. Ich hoffe, Sheva kommt nach. Weil er kommt jetzt nämlich. Oh. Ja, nee, Sheva kommt nicht nach. Sheva ist tot. Ups. Okay, das war nicht gut. Fuck, Mann. Sorry, Sheva.